Apropos Satire. Nach langer Zeit ist im deutschen Fernsehen mal wieder die Satire-Reihe Abra Macabra gezeigt worden. Und zwar auf dem ARD-Spartensender One. Diese Serie entstand in der ersten Hälfte der 70er Jahre, also ist schon lange, lange her. Unter anderem mit Dieter Hallervorden und Helga Feddersen. Der Titel Abra Macabra, also ich habe keinen Sprachfehler, sondern das heißt, hieß wirklich so, der lässt ja schon erahnen, ne, weil das Wort Macabra da drin ist, dass es wohl ein bisschen härter zur Sache geht. Offensichtlich zu hart für die heutige Zeit, denn die Verantwortlichen haben an diversen Stellen die Schere angesetzt. Ja, zum Glück habe ich ja die große Hallervorden-Fernsehedition, auf der diese Serie ungekürzt drauf ist. Denn man sieht schon, im Fernsehen kann man sich solche Dinge nicht mehr anschauen. Sebastian, ein Nashorn, das gibt's eigentlich nur in Amerika, wo die Neger sind. In Afrika. Ich hab gesagt, das Nashorn gibt's, wo die Neger sind, und die sind auch in Amerika. Ach, die sind doch bloß importiert dahin. Die kommen doch auch aus Afrika. Also, Sebastian, das Nashorn gibt's, wo die Neger sind. Und wenn die Amerikaner sich Neger holen können, dann können die sich auch Nashörner leisten. Vor allen Dingen musst du dir merken, woran man ein Nashorn erkennt, wenn man ihm plötzlich begegnet. Siehst du den großen Pickel da auf der Nase? Genau wie bei Oma. Ja, ja. Was politisch opportun ist, was witzig ist, was gesellschaftlich möglicherweise gar nicht geht. Solche Fragen ändern sich immer wieder. Es hängt nicht zuletzt am Zeitgeist, der darüber entscheidet, wo genau das Empörungspotenzial liegt. Wenn wir etwa die heutige Zeit mit den 70er Jahren vergleichen, so wäre es heutzutage sicherlich skandalös, wenn das N-Wort im Fernsehen fällt. Beispiele aus jüngster Zeit gibt es ja genug. Andersherum hätte etwa ein schwuler Kuss im Fernsehen der 70er Jahre zu jeder Menge empörter Post geführt, während das N-Wort zu der Zeit selbstverständlich benutzt wurde. So wie in diesem Sketch eben. Humor ist immer ein Abbild seiner Zeit. Aber da sind wir beim entscheidenden Punkt. Sollte man Fernsehen von damals der heutigen Zeit anpassen? Oder sollte man das Fernsehen von damals einfach als solches betrachten und dann auch so senden? Es gibt ja Beispiele aus jüngster Zeit, wo die Cancel Culture voll zugeschlagen hat, auch bei populären Formaten wie etwa den Simpsons oder der Muppet Show. Manchmal bleibt es wenigstens nur bei einem Warnhinweis, aber Schnitte oder ein komplettes Verzichten auf eine weitere öffentliche Aufführung hat es ja auch schon gegeben und wir scheinen erst am Anfang einer solchen Entwicklung zu sein. Dies ist also Abra Macabra, eine 10-teilige Satire-Serie mit populären Leuten wie Dieter Hallervorden und Helga Feddersen. Der ARD-Spartensender One hat diese 10 Folgen von März bis Mai wiederholt, und zwar am Wochenende zur Vormittags- oder Mittagszeit. Der eben gezeigte Sketch im Zoo mit den Nashörnern ist nicht gezeigt worden, er kommt in Folge 5 vor. Nun ja, das ist eben jetzt die Frage. Ist es richtig, solch einen Sketch nicht mehr zu zeigen? Oder sollte man ihn als, ja, Zeitzeugen einer anderen gesellschaftlichen Epoche gerade senden? Und überhaupt ist es nicht Satire, wenn ein so spießiges Paar in einem Zoo ganz selbstverständlich das N-Wort benutzt? Auch aus Folge 6, die am 25. April gezeigt wurde, ist ein kompletter Sketch herausgeschnitten worden. Diesmal spielt er in einer Künstleragentur. Eine Jungfrau im Abendkleid, die aus 4 Metern Entfernung stehend freihändig defloriert wird. Wie soll die nicht wirken? Ordinär ist klar, ja. Und dann 2300 Brieftauben, die aus einem präparierten Zylinder Spiegelträger ist klar, ja. Ja, Moment mal, müssen denn das unbedingt Brieftauben sein? Ja, kostet natürlich eine flotte Spende an den Tierschutz, nicht?
Na, aber dafür könnten wir vielleicht Ballett streichen. Ja, ja. Und was war denn das Dritte? Moment. Ein Neger, der sich auf der Bühne ein Messer in die Brust... Ja. Wo liegt denn da der Trick? Ach, der ist dann tatsächlich tot. Und sieht nur so aus, als ob es ein Trick. Raffiniert. Naja, $6.000 Mann, nicht? Obwohl da noch eine Kleinigkeit... dürfte das auch ein Afrikaner sein, der Neger? Ja, natürlich haben wir auch Amerikaner schwarz an der Hand, aber die sind meistens desertiert. Und wenn das rauskommt, das macht immer so irrsinnig schlechte Kritiken für die Silvestershow. Und Sie wissen ja, was die kostet, nicht? Ne, ich hätte da einen sehr begabten Mediziner aus Uganda an der Hand. Promoviert, versteht sich, arbeitet gerade an seiner Habilitation, fällt aber sehr hell aus. Würde als Amerikaner glatt durchgehen. Hundertprozentig. Ist mein Schwiegersohn. Okay, ja. Wie heißt Ihr Mann? Basil... Wie Brasil ohne R, ist klar, ja? Basil Schnetz. Okay, ja, ich wiederhole nochmal. Für die Silvestershow als Zugnummer Basil Schnetz, dazu eine Jungfrau, $6.000, ja, ist klar. Dazu eine Jungfrau, 2300 Brieftauben, ein Neger. Wie schreibt sich der? Schnetz mit TZ? Ausgeschlossen, mein Lieber. Das T wird gestrichen. Schnetz mit Z ohne T oder gar nicht? Weil wir im Fernsehen sparen müssen, wo wir können, koste es, was es wolle. Ja, auch hier natürlich wieder das N-Wort. Nun, es gibt noch weitere Beispiele für Schnitte, die aber andere Gründe haben. In Folge 4 etwa geht es um Weihnachten und es wird in diesem Sketch ein nacktes Kind gezeigt. Und zwar so, dass sogar das Geschlechtsteil zu sehen ist. Da habe sogar ich jetzt zensieren müssen, denn das ist in der Tat heftig. Auch so ein Phänomen der damaligen Zeit. Nackte Kinder zu zeigen war nichts Problematisches. Der Gedanke, dass das möglicherweise Pädophile scharf macht, kam niemandem. Und dann fällt noch auf, dass einige Abracadabra-Folgen auf One zweimal gezeigt wurden und dabei manchmal ein Sketch drin war und in der Wiederholung nicht. Oder umgekehrt. Ein reines Chaos. Grund genug also, beim zuständigen WDR mal nachzufragen. Und nach dreimaligem Nachfragen kam dann endlich auch ein Statement. Einzelne Folgen von Abracadabra wurden tatsächlich bearbeitet, da sie inhaltlich nicht unseren heutigen Programmrichtlinien entsprechen. Etwa die exponierte Darstellung eines nackten Kindes. Außerdem wurde auf Szenen verzichtet, die mindestens aus heutiger Sicht als rassistisch eingestuft werden können. Dies gilt unabhängig von der Uhrzeit der Ausstrahlung. Zwei weitere Folgen mussten gekürzt werden, um sie an das am jeweiligen Sendetag für den Programmplatz zur Verfügung stehende Zeitfenster anzupassen. Im Pressetext zur Ausstrahlung steht übrigens: Nach Nonstop Nonsense zeigt One nun den Fernsehschatz Abracadabra, erst ausgestrahlt zwischen 1972 und 76 und seitdem nur teilweise wiedergezeigt. Ja gut, daran hat sich ja nun nichts geändert, wenn wieder Teile weggelassen werden. Es stellt sich also die Frage, was ist wichtiger? Die Achtung vor der Kunst, die Schnitte eigentlich verbieten müsste? Oder die Rücksicht auf die Zuschauerschaft, die möglicherweise tatsächlich daraus einen Skandal gemacht hätte, wenn One die zensierten Sketche gezeigt hätte? Wir erinnern uns an den kürzlichen Aufschrei, als es um Blackfacing in einer alten Karnevalssendung ging. Meine Lösung wäre eine andere. Die Sendung sollte im späten Abendprogramm laufen und nicht zur Mittagszeit. Und wenn es unbedingt sein muss, dann gern auch mit einem Hinweis vorweg, dass der Zuschauer doch bitte Abracadabra entsprechend zeitlich einordnen sollte. Aber ein einigermaßen intelligenter Mensch sollte doch wohl ohnehin von selbst darauf kommen, dass die gezeigte Sendung offensichtlich schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. So manche Programmverantwortliche unterschätzen vielleicht auch einfach die Intelligenz des Zuschauers. Denn nur weil eine Handvoll Dauerempörte gern mal auf Twitter Skandale produziert, ist dies noch längst nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.